Eindingen, Groningen ist eigentlich eine geile Stadt. Ist eine coole Studentenstadt. Über 200.000 Einwohner. Es gibt das Problem, da kommt ein Rock, dass du ab 10 Uhr kein Alkohol und keine Kippen mehr erwerben kannst in dem Kiosk. Das ist dort los. Das ist dort los. Es gibt aber einen Shop gegenüber von The Crown, wo es ein... Nee, das ist irgendwie so eine Bar. Und gegenüber davon gibt es einen Kiosk, der die Unterhalle der Ladentheke verkauft. So, wir mussten über drei Ecken fragen, sind wir dann da rangekommen. Und irgendwann waren wir dann wieder bei The Crown. Dann haben wir so zwei Typen da getroffen, mit denen wir uns aber so ein bisschen ausgetauscht haben, wie das sein kann, dass er jetzt hier keine Zigaretten mehr kaufen kann und so. Und einer war Pole. Der war schon irgendwie nicht so cool auf uns zu sprechen, als wir ihm gesagt haben, dass wir Deutsche sind. Und haben uns dann mit dem so ein bisschen unterhalten. Und irgendwann meinte, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber einer von den Typen meinte so, was Wanker oder Wanking irgendwie auf Deutsch heißt. Und meinte Niklas so, ja, absaften. It means putting the juice outside. Und er hat aber der Pole verstanden, Juice als Juden. Was? Alter. Und danach war die ganze Story crazy bananas. Sportgemeinde Beutenburg. Wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Sportgemeinde Beutenburg. Wir sind wieder da. Willkommen zu unserer alljährlichen Saisonprognose. Viele haben drauf gewartet, jetzt ist sie endlich wieder da. Endlich die Glaskugel wieder am Start. Die Glaskugel wird wieder ausgepackt. Ja, was machen wir denn? Ja, wir kennen den Lachs doch, oder? Ja, also jeder, der das hier gerade guckt, der weiß ganz genau, was abgeht, würde ich sagen. Also, ja. Das kann gar nicht anders gehen. Wollen wir direkt reingehen? Ja, würde ich sagen. Okay. Und fangen wir dann an? Welche Kategorie? Was starten wir durch? Starten, Jungs. Von oben oder von unten? Ja, wir können mit den Absteigern starten. Oder? Oh, and I just got hit with a bottle of some kind. That is a Hennessy bottle. Jo. So, Benny, fang mal an hier, komm. Also, meine Absteiger, ja. So 18 Pauli, 17 Heidenheim, 16 Kiel. Ja, ich sag mal 16 Union, 17 Bochum, 18 Pauli. Bei mir ist auch 18 der Pauli. Ich hab Bochum auf 17 und Kiel auf 16. Genau das gleiche hab ich auch. Ich hab 18 Pauli, 17 Heidenheim und 16 Kiel. Nice. Okay, also Bochum und Union werden auf jeden Fall auch die nächsten beiden Kandidaten. Ich finde es aber crazy, dass sonst keiner Bochum hat tatsächlich, weil die Jungs sind... Ich hab Bochum. Ja, okay. Aber sonst keiner, oder? Ja, ich habe ja gesagt, Bochum, ich hab Bochum auf 18. Also ich glaube, wir haben alle die nächsten Pauli Kandidaten. Auf 18, oder? Auf jeden Fall. Ich hab Pauli auf 18, ja. Alle haben Pauli auf 18, ja. Alle? Du bist, glaube ich, relativ einig. Ich glaube, ich hätte tatsächlich zu recht. Direkt wieder runtergehen. Ich hoffe es doch sehr. Ich weiß nicht mehr, wie er spielt. Außer diese Hunde. Besser Spieler und den Erfolgstrainer abgegeben. Ich glaube aber tatsächlich, wer hat Heidenheim gesagt? Du? Nee. Ich habe Heidenheim. Ich habe auch Heidenheim. Ich glaube tatsächlich, Heidenheim hat den Vorteil gegenüber so Pauli oder Bochum, dass sie jetzt den Trainer gehalten haben, dass sie klar haben, die paar Offensivtalent oder gute Spieler vorne in der Offensive, aber. Ja, nicht ein paar gute Spieler, sondern die drei besten letzte Saison. Ja, ich finde aber, die haben auch keine schlechten Transfers betätigt mit dem Geld. Und ich glaube, das reicht dieses Jahr für Platz 14 oder so. Ja, das ist halt wieder das verflixte zweite Jahr. Ja, das ist es auf jeden Fall. Das ist safe, aber ich sehe trotzdem vor Kiel Pauli vorhin aufsteigen und ich sehe die halt auch für Bochum. Ja, das, also ich würde jetzt nicht viel dagegen sagen. Dieses Jahr haben wir relativ viele Kandidaten, die es eher unten halt auch mitspielen würden in der normalen. Ich finde das Mittelfeld jetzt in groß dieses Jahr. Also ja, ja, genau. Die also können dann ja auch alle theoretisch weiter. Können theoretisch auch alle runterrutschen. Ah, Union fand ich ein bisschen crazy bei dir. Warum machst du Union? Ach, ja, sehe ich gar nicht. Reicht jetzt auch mal langsam. Aber ich finde, Bo Svensson. Ohne Spaß habe ich tatsächlich auch kurz überlegt, aber ich dachte, nee, da kommt ja nicht den Ansatz. Die anderen alle schlecht. Ja, das sehe ich mir nämlich halt der auch. Ist denn Vertessen oder was? Ja. Jordan Sibatscheu macht ja 20 Minuten. Weißt du, ist klar. Brauchst du mir nicht erzählen, Leute. Ja. Nee, ich hoffe, ich steige nach. Mir reicht es halt wirklich langsam. weiter mit den Oben. 6 bis 1. Ja, fangen wir bei 6 an. Oh, ich habe sogar 7 noch. Ich habe sogar 7 noch. Ja? Ja, wegen Conference League habe ich auch. Hab ich auch. Okay. Ich habe 6 noch. 7 ist bei mir Hot Take. Ja, der glorreiche FCA. Eigentlich nicht so weit. Ja, das ist wirklich dann schon mein Finish-Season überhaupt. Augsburg ist geil. Augsburg. Sehe ich auch. Conference League. Ich habe 7 Wolfsburg. 11. Okay. Das wäre dann bei mir auch Augsburg, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich. Aber ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja. Sonst 6 und 5. Ich fange mal an, wenn ihr keiner anfängt. Platz 6 habe ich Leipzig und Platz 5 habe ich Stuttgart. Okay. Ich habe Stuttgart auf 6 und Frankfurt auf 5. Ich habe Frankfurt auf 6 und Stuttgart auf 5. Ich weiß gar nicht, so ich auf 5. Ja. Wir müssen einmal nachschlagen. Also ich habe auf 6 Frankfurt und auf 5 Dortmund. Geil, finde ich geil, was ich.
Normal findest du das geil, bis Samstag findest du das alles. Leipzig 6 ist ja vorbei. Leipzig 6 ist ja vorbei. Das hört sich für mich leider wie ein Wunschroman. Auf 6 habe ich Werder Bremen. Absolut crazy. Und wieder in dem Floco, oder? Kick it up. Kick it up schießt die Jungs da runter. Floco kommt vielleicht auch zurück, weiß man nie. Normal, in den Erfolg hinein kommt dann auch Floco, weißt du. Auf 5 habe ich Frankfurt. Okay. Werder ist nice. Wahnsinn. Nice. Kein Hotel. 4-3 und dann 2-1. Ja, ich habe auf 4 Dortmund auf 3 Leipzig. Ich habe auf 4 Leipzig auf 3 Dortmund. Ich habe auf 4 Stuttgart und auf 3 Bayern. Ich habe auf 4 Stuttgart und auf 3 Leipzig. Ich habe auf 4 Bayern, auf 3 Frankfurt. Fühle ich? Fühle ich direkt. Ehrlich, ja? Mein Tierarzt? Ich glaube, außer Florian hat jeder dann Bayern. Ne, du hast auch Bayern auf 3, ne? Bayern auf 3. Ja. Oder 2 auf 3, ja. Ich habe Bayern auf 2 und Leverkusen als Meister. Habe ich auch. Ja, habe ich mir gedacht. Ich hab... Überraschend. Ja, hast du Leverkusen auch? Ich habe Leverkusen 2, Bayern 1. Ah, das wird auf jeden Fall falsch sein. Ich habe Dortmund auf der 2 und Leverkusen auf der 1. Ja, ich habe das die auf 4 halt umgedreht, ne? Ist klar. Was soll ich machen? Also wirklich was heißt das? Das ist wirklich crazy, aber. Meine Reihenfolge, die erklärt sich auch im Verlauf der Saisonprognose noch etwas genauer. Die Checks hätte ich dann noch nicht. Meine auch. Also Hater, erstmal ruhig bleiben. Ich sag da jetzt einfach mal gar nichts zu, nach 34 Spieltagen seht ihr dann halt, wer es halt gewonnen. Ist klar, ne? Das ist doch normalerweise in der Bundesliga, ja. Topfdorjäger, wollen wir kurz abwerfen? Ja, ich habe kurz so 2, 3, 6 verlieren dazu. Wozu? Das ist einfach wie Top 6. Top 6. Ja, das mach ich da. Was willst du nur zu sagen? Benni, komm, spiel mal los. Warum machst du Bayern auf 1? Ja, ich muss. Ja, nee, also Leverkusen ist auf jeden Fall schon der Favorit auf dem Titel. Ah, jetzt geht das wieder los. Oh Gott, oh, ist so peinlich. Aber das ist Leverkusen, alle Favoriten. Nicht der klare Favorit, aber die sind schon der Favorit. Die haben ja niemanden verloren, der jetzt wichtig ist. Alles gut, ja, glaube ich dir. Ja, was denkst du denn, wer der Favorit auf den Meistertitel ist? Ja, Bayern. Natürlich. Bayern, wirklich? Bayern. Natürlich. Teuersten Kader. Jedes Jahr. Letztes Jahr auch. Ja, war ja auch, also die waren ja auch der Favorit, oder nicht vorher? Erzähl mal ein bisschen was zu Frankfurt auf 3 bei dir zu wollen. Ja, Frankfurt auf 3 sehe ich einfach, weil ich die anderen ein bisschen schwächer sehe, muss ich sagen. Also ich sage, Stuttgart wird immer noch stabil spielen, gar keine Frage. Aber ich sehe jetzt trotzdem nicht, dass die da, was waren die jetzt, Zweiter waren die, ne? Schaffen wir auch 5. Aber 5 ist ja wohl fair dafür, dass die ganzen letzten Jahre Abstiegsamt etc. gespielt haben. Ich glaube, wir haben die alle in den Top 6, oder? Ja, genau. 4. Ich meine, die Verstärkungen sind stark, aber ich glaube, kompensieren aus dem letzten Jahr kann man das trotzdem nicht. Zu Frankfurt komme ich wieder. Ich glaube, die Abwehr ist halt könnte ein bisschen wackeliger sein. Ich fand auch im Supercup war Stuttgart schon richtig gut. Ja, die waren auch, ich muss auch sagen, die waren fast ganz Spiel überzeugt. Ja, aber, ja, aber trotzdem. Ich hätte nicht gedacht, dass die so in dem Jahr nach dem zweiten Platz auf jeden Fall mit denen Abgängen so mithalten können. Aber meinst du mit Topmöller oder ohne Topmöller? Am Ende. Ja, ich poke halt darauf, dass er ganz früh rausfliegt, weißt du? Und danach denke ich nämlich, ist mir egal, wer kommt. Ich glaube, das ist halt Haarspielpotenzial. Das sehe ich auch so, Ich hoffe auch, es ist. Und das würde es ja auch in der Rolle verlieren. Wäre geil. Bayern ist der Favorit und wie war nochmal die Reihenfolge bei dir? Dortmund 1? Ja, Leverkusen 2. Bayern 3, oder? 3 Frankfurt, 4 Bayern. Fände ich aber geil. Also komplett geil, Noch viel schlechter als letztes Jahr. Ja, es ist auch nur Papierfavorit. Und Frankfurt spielt am Anfang der Saison scheiße und ist trotzdem noch vor denen. Aber Topmüller hat auch so eine kurze Leine bei Topmüller. Wenn die ersten, ja, das sind 2-3 Spiele. Erstens, lass die mal 4 fangen jetzt am Samstag und dann ist das schon wieder ganz groß in den Nachrichten, dass der gleich mal gehen muss. Also er hat auf jeden Fall nicht viel geliebt. Nee, schon auf jeden Fall. Besser ist das. Ja. Okay. Sonst keiner mehr was dazu? Ja. Selbsterklärend. Will ich auch. Warte, ich will mal was zu Bremen gerne was hören. Ja, und Bremen möchte ich auch gerne was hören. Ah, genau, stimmt, die hast du ja auch 6 oder so. Das muss man da erklären. Viel. Kick it up ist auf jeden Fall am Ball. Ja, Floco vielleicht zurück, man munkelt. In Werder-Kreisen spricht man schon davon, dass der Heiland endlich wieder zurückkehrt. Der Heiland. Ich habe da ein gutes Gefühl, die Saison, meinen Veteranen. Soll ich sagen, wer Meister wird? Sex wird Frankfurt. Egal, könnt ihr mal auch verfluchen, so in den Arsch zu kriechen. Oh, wieso, es hat keine Sau sonst gesagt. Ich sag, es wird Frankfurt. Jetzt sagt Frankfurt. Deswegen hat dich auch keiner gefragt. Nee, finde ich eigentlich ein geiler Ich hatte auch keiner nach deiner Meinung. So, Torschütze schnell abhaken, oder was? Ja. Jemand anders als Kane? Ja, yeah. Hoffentlich wahrscheinlich. Kane. Kein Girassi? Okay. Nee, war schon Verletzung. Die werden Piste. Kane macht nicht mehr. Nee, macht er nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber 30 reicht. Aber Kane reicht schon, ja.
Transfer der Saison? Soll ich anfangen? Ja, Basti, also ich habe mir richtig fett was aus dem Arsch gezogen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich da, wenn ich da hinschreiben soll. Deswegen habe ich einfach mal den gleichen wie meinen Breakout-Star. Ja. Und zwar Justin Deal. Okay. Das müsstest du nochmal kurz ausführen. Ja, und nee, zwar wird der Mann nach zwei, drei Spielen sehr viel Einsatzzeiten bei Stuttgart bekommen, weil Demirovic extrem floppen wird. Sag ich. Ist trotzdem nicht mein Flop-Transfer, da kommen wir später noch dazu. Okay. Es gibt noch jemanden, der meiner Meinung nach noch schlechter abschneiden wird im Vergleich zur vorherigen Saison. Aber kommen wir später noch zu und deshalb würde ich sagen, also gratis geholt von Köln. Erst Deal ist crazy, also es hätte, also und der erste ist sehr wirklich verrückt. Kann ich dir nur sagen, so nicht, der ist, kann wirklich nichts. Ich sag, der macht das. Okay. Ja, dann okay. Ich hab Maxi Bayer, ja. Meinen alten Dortmunder Freund. Wir kennen uns ja auch schon etwas länger. Geil. Nee, ich glaube, der ist. Der ist auch auf jeden Fall ein Baller. Der ist sau gechillt auch. Besonders, da kommen wir auch später nochmal zu. Wahrscheinlich in der zweiten Saisonhälfte wird er dann richtig zünden und dann sich zum Transfer der Saison entwickeln. Ja. Hört ihr gleich noch mehr drüber. Mein Transfer der Saison ist auch vom vom VfB Stuttgart. Ja. Jeff Chabot natürlich. Die 1 Million Euro quasi der Anton-Ersatz. Weil auch ähnliches Alter, so hier klassischer Innenverteidiger-Typ, nicht der allerkrasseste am Ball, aber ganz gut. Und Leistungstop. Ja, safe. Und auch auf jeden Fall Führungspotenzial. Ja. Also vielleicht auch jemand, der in die Kapitänsrolle bei Stuttgart reinwachsen könnte. Mein Transfer der Saison ist tatsächlich eine Laie. Und zwar ist es Paul Waller zu Heidenheim. Oh ja. Ich fand den schon sehr stark letzte Saison bei Elversberg. Oh. Und das ist echt geil. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, so, warum ich jetzt Heidenheim nicht in die Top, in der unteren 3 getippt habe. Weil ich glaube, der wird tatsächlich viel ballen bei Heidenheim und tatsächlich dann Ausschlag geben, sondern dass Heidenheim drin bleibt. Ich sehe da viel drin. Ich denke auch, dass der gut wird, aber ich glaube nicht, dass der gut genug ist, um Heidenheim alleine aussehen. Ja, alleine nicht, aber ich glaube, der wird seine 10-15 Score auf jeden Fall machen. Das wäre stark. Das wäre echt stark, ja. Für eine Laie. Das geht auch schon Richtung Hot-Take, sage ich. Mhm. Das kommt auch ein Score, schon Hot-Take. Ah, ja. Ich habe Pascal Groß genommen. Weil also man hat endlich die Erlösung erhalten, dass man vielleicht Emre Can nicht mehr jede Woche sehen muss. Das Transfer ist. Naja, aber der Typ ist halt genau der, den wir brauchen, glaube ich, auf der 6. Also ich finde ihn extrem geil. Also solange man Emre Can nicht mehr sehen muss, kommt der geil. Dann, ja, genau. Das ist absolut richtig, ja. Das reicht mir wirklich schon, dass das der Top-Transfer ist. Alright. Nochmal für mich. Oh Gott, ich auch. Geil. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich fang mal an. Ja, ich hab Olise. Ach, okay. Den hab ich nicht. Das ist aber auch nicht. Das ist halt, also. Okay, ja, das sehe ich nicht. Ich sehe es wirklich gar nicht. Also, ich sag eher die anderen da, die Altstars hier in Sané, in Gnabry oder so. Die holen sich da mehr Minuten dieses Jahr. Okay. Aber es ist ein Olise, der wird weniger Minuten sehen, als man denkt, dafür, dass er auch ein ordentliches Preisschild hatte. Okay. Dafür, dass er vom, weiß ich nicht, Abstiegskandidaten der Premier League kommt, weißt du, also würde ich jetzt einfach mal sagen, das wird nichts. Und ich sage charakterlich, passt ja auch nicht so bei Bayern dahin. Okay. Wenn er sich da nicht durchsetzt, keine Minuten kriegt, dann schiebt er sich ja, glaube ich, richtig abfucks. Ja, ich habe auch einen Bayern-Transfer. Okay, schade. Und zwar auch einen aus dem unteren Regal der Premier League, und zwar João Paulinho. Ja, ein ähnliches Preisschild und ich glaube halt, dass er in der Bundesliga gar nicht unbedingt Stammspieler sein wird. Also ich glaube tatsächlich, dass sie mit Kimmich, Pavlovic viele Spiele da bestreiten werden. Champions League kann ich mir vorstellen, dass er ein paar wichtige Spiele machen wird, aber wenn wir jetzt hier in die Bundesliga reingehen, der wird halt auch 30 diese Saison. Echt? Mit über 50 Millionen, ja. Sehe ich. Der wird 30? Der wird 26. Der wird 30 diese Saison. Hat bestimmt mal ein paar gute Spiele drin, aber ich glaube schon, dass man am Ende der Saison sagen wird, für über 50 Millionen war es schon deutlich zu viel. Das ist mein Flop-Transfer. Ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, der geht nach der Saison direkt in die Saudi Liga. Kann sein, ja. Aber kann tatsächlich sein. Wer kann es wissen, ne? Soll ich mal? Ja, ich habe Serhou Guirassy. Okay, das ist crazy bananas. Soll ich noch was dazu sagen? Ja, also auf jeden Fall. Ja. Ja. Also letztes Jahr, ich sag so, wie es ist, letztes Jahr hat 18 Millionen gekostet, ne? Ja, ja, ist okay. Mir egal. So viel Glück vom Torgast. Der letztes Jahr extrem überperformt, sage ich. Ist er jetzt auch verletzt, glaube ich, ne? Jetzt gerade schon noch, aber nicht mehr. Ja, soll im September wieder zocken. Ja, okay, aber ist jetzt erstmal noch verletzt und ist das so, wie es ist, dann startet der auch nicht durch bei Dortmund. Also ich glaube da einfach nicht dran, dass er viele Spiele machen wird. Okay. Okay, ja, wenn er nicht viele Spiele macht, dann ist es ein schlechter Transfer, ja. Okay, hast du recht. Benni? Ja, also mir ist natürlich was eingefallen, deswegen habe ich Uwe der Oro genommen.
weil ich glaube nicht, dass er viel spielen wird. Der ist nicht jetzt, der hat mit 10 Millionen gekostet. Ja, der wird nicht spielen und ich glaube auch nicht, dass der. Ich glaube, der geht. Ich mache das auch wieder mit irgendwie 200 Einsatzminuten vielleicht in der Liga. Naja, das wäre schon viel. Ja, also. Ja, auch okay. Da geht ja, ja, hat halt, also 10 Millionen tut halt RB gar nicht weh, aber. Also. Ja. Ist halt schon für, im Grunde genommen relativ viel Geld für jemanden, der eigentlich überhaupt nichts machen will. Fair, okay. Trainerentlassung. Oh ja, die ist geil. Oh jo. Ja. Soll ich mal? Fahr mal. Erste Trainerentlassung ist bei mir Dortmund, Nuri Sahin. Geil. Also, bitte aus. Geil. Also ich hatte ja Dortmund auch nur auf der 5 in meiner Prognose. Ja, stimmt, stimmt. Und glaube, der Grund dafür liegt vor allem darin, dass Nuri Sahin mit einer Trainierlagenserie starten wird. Und dann wird man sehr schnell feststellen, dass es nicht der richtige Mann für die Trainerposition ist und sich relativ schnell wieder von ihm trennen auf der Trainerposition. Weiß nicht, vielleicht nimmt er danach wieder eine andere Rolle ein. Als Sechser oder so. Boah, das wäre wahnsinnig. Das wäre ehrlich, wer kommt danach? Danach, weiß ich nicht, ist eigentlich offen. Stöger, Peter Stöger kommt zurück. Stöger Thomas Tuchel. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ja, egal wie aus. Kannst du da angehen? Nee. Ich habe mit 3 Phasen gegangen. Wolfsburg. Hat einen Trainer jetzt schon ein bisschen länger. Meines Erachtens zu lang für Wolfsburg. Also ein Rauschmeißgesicht. Der hat ein Rauschmeißgesicht. Wolfsburg ist ja bekannt. Ach, so schon so ein Rauschmeißgesicht. Gerne früh den Trainer aus, was weiß ich, vergründen zu entlassen. Und deswegen glaube ich, dass er already sacking Arsenal Coach. Ja, 2-3 Spiele. Report Sky Sport. 2-3 Spiele, okay, Digga. Das ist Wahnsinn. Das ist Wolfsburg. 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 Das ist genannt. Also ich glaube nicht, dass Gladbach im Endeffekt irgendwas damit zu tun haben wird, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich daran, dass Ceoane früher entlassen wird und ich finde eigentlich in dem Kader, dass wenn du eine vernünftige Idee hast, dann kannst du damit arbeiten auf jeden Fall, aber Gary Ceoane scheint das auf jeden Fall nicht zu haben. Okay, ja, es gibt 2 Trainer, so, die auf jeden Fall sehr stark angezählt reingehen, das ist Topmüller und Ceoane. Ja, ich habe mich tatsächlich für keinen von beiden entschieden, weil ich noch jemanden sehe, der auch, glaube ich, sehr, sehr früh den Verein verlassen wird. Zeigler von Bochum. Ich glaube, da geht bei Bochum gar nichts lang. Ich glaube, die werden sehr krass absaften. Und nach so den ersten 5-6 sieglosen Spielen sich auch noch direkt vom Trainer trennen. 5-6 sieglose Spiele direkt? Ja, noch einen Punkt holen. Okay. Kann auf jeden Fall sein. Mhm. Ja, ich habe Jelitzer. Ich glaube, der geht auch schnell. Ja. Der ist auch schon angezählt. Ja, das können, es gibt halt so viele, eigentlich jetzt dieses Jahr. Wer ist denn da? Die haben doch Prozent von geholt. Echt? Ja. Alter, ich hab bestimmt. Ich hab Ende als Topmüller, weißt du, aber ich wollte jetzt Bierlitzer nehmen. Nur Topmüller. Ja, okay. Ja, und stimmt, kann auch passieren. Ne? Nee, ach, stimmt, der hat ihm aufs Maul gehauen sogar, ne? In Sané. Ja, aber dafür ist er ja nicht mal rausgeflogen, oder? Aber mäßig ja auch dann, oder? Das hat ja mitgestellt, ob jetzt nicht hilfreich. Wahrscheinlich nicht. Ja, Topmüller wollte ich eh sagen. Okay. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Topmüller relativ früh gefeuert wird, aber nicht als erstes. Kann gut sein, ne? Meisten gelben Karten? Boah, ja. Ah, das stimmt, das habe ich vergessen. Also im letzten Jahr Leonardo Bittencourt. Letztes Jahr Platz 2 gewesen, also ja. Ja, doch, stimmt, ich habe einen, klar. Ja. Mein Spieler ist natürlich der Spieler, der letztes Jahr zu irgendeinem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau welcher es war, mit großem Abstand die meisten Fouls in der Liga begangen hat. Kleindienst. Das war Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach. Ja, schau dir die Statistiken rein, Jungs. Genau, das ist unfassbar, was das für eine Foulmaschine ist. Ja. Das ist auf jeden Fall eklig. Der bringt auf jeden Fall auch bei den Gladbachern mal ein bisschen Giftigkeit rein. Wichtig im Abstiegskampf. Ja. Sehr, sehr wichtig im Abstiegskampf. Extrem wichtig. Ich habe Losilla, hab auch immer viele gelbe Karten. Das stimmt. Ich habe Robert Andrich. Ja, ist Lucia nicht irgendwie wirklich 38? Ja, ja, ist einer der ältesten Spieler. Ja, die müssen ja immer noch stellen, weil die keinen anderen haben. Ja, die haben halt echt keinen anderen. Wahnsinn. Lucia macht die Soko wohl irgendwas, fange ich aber der ältesten. Die Soko, Digga. Ich will, dass die Soko ist. Der Weigel. Was das hier heißt? Verstehe ich jetzt auch nicht. Ah, ich muss auch sein, ne? Ich habe Weigel von Gladbach. Okay, da wird sind wir mal, guck mal, die Gladbach. Sehr oft. Das ist ein ganz anderer Schwung als jetzt. Also, Weigel ist echt unfassbar langsam mittlerweile. Ja, sehr schlechte Stellung spielt und Gladbach will ja, also
was ich so gesehen und gehört habe, wollen die ein bisschen offensiver überpressen. Und ich glaube, da wird Weigel sehr, sehr oft zu spät kommen. Ja, das würde ja dann Sinn machen, auch und, den Kleindienst zu holen. Sehr, sehr viele taktische Fouls machen. Dementsprechend Weigel bei mir. Weil Tim Kleindienst, kleiner Funfact, ist natürlich auch derjenige, der die meisten Kilometer gelaufen ist zu dem Zeitpunkt normal gewesen in der Liga. Ah, keine Frage. Arbeitstier. Mhm. Totales Arbeitstier. Okay. Deswegen, was das noch? Ihr tut natürlich Heidenheim Breakout total Star. Breakout Star. Als, das stimmt. Ich war mal, ich habe noch nicht angefangen. Aber ich habe ETGT von Frankfurt. Natürlich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so heiß nach dem Pokal schon drin, aber ich habe mich schon seit der letzten Saison, also wirklich als er auch jetzt noch nicht so durchgeschaut ist, habe ich schon gesehen, dass er auf jeden Fall viel drauf hat. Und safe, wenn er jetzt diese Saison wirklich fit bleibt und konstant Stamm spielt, sage ich seine 20, 25 Tore sind auf jeden Fall drin bei ihm. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall sehr, sehr dumm gehen. Ich glaube auch, der geht dumm. Aber mein Breakout-Star ist natürlich auch wieder vom VfB Stuttgart und zwar natürlich Franz Kretzig. Okay. Wow. Wow. Ja, wenn der ist schon, ich sehe das. Aber der hat auch super spielen. Ja, also, der ist ja von der Position her LV. Genau. Aber wenn ich ihn spielen gesehen habe, hat der eigentlich immer bei der vorne drin. Also, ich denke mal, auf den Flügeln kannst du ihn eigentlich überall hinstellen. Okay, aber. Also, wo jetzt der Führer spielt? Auf ja, der wird kein Stammspieler sein. Der wird kein Stammspieler sein. Aber der wird safe viele Minuten kriegen nach dem Supercup-Einsatz. Sah es auf jeden Fall so aus, als würde er perfekt in das reinspielen, was Stuttgart spielt. Ich habe den Supercup nicht gesehen, aber ja. Ja, also ich auch nicht. Der ist ja auch sehr verspielt für einen Außenverteidiger. Ja. Ja, und ich glaube, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch seine vielleicht 5-6 Einsätze von Anfang an machen. Ja. Und ich glaube, der wird jedes Mal da gut aussehen. Eine Romo. Und ja, deswegen mein Breakout-Star diese Saison. Okay. Nee, eigentlich würde ich in der Kategorie jetzt Leo Scienza natürlich nennen. Von dem halte ich halt extrem viel, aber da der ja jetzt neu in der Liga ist, ist er nicht ein klassischer Breakout-Star. Weil er, also er war ja nicht in der Liga, weißt du, was ich meine? Das wäre dann ja eigentlich der Top-Transfer. Aber ich nehme Arne Engels bei Augsburg. Okay. Weil der ist halt ein Baller, sage ich. Und der sah auch im Pokal schon gut aus, fand ich. Ganz ehrlich, wenn er Stamm spielt, wieso nicht? Stammspiel, oder? Ja, klar. Ich weiß nicht, ne? Die haben also drei andere so auf einem ähnlichen Niveau, oder? Ja, ich finde aber, ich halte eigentlich auf jeden Fall. Ich halte auch schon relativ viel von ihm, aber. Okay. Ja, ihr dann drüben, Jungs? Ich hab den gleichen wie meinen Top-Transfer, Justin Deal. All Access Olaf. Alle Eier in Justin Deals Basket. Das ist crazy. Also ich hab den live gesehen, der konnte wirklich überhaupt nicht. Jedes Mal. Der war so einmal live. Du hast den auch Digga, der war so kacke. Also sorry, aber. Aber als ich den gesehen habe, hat der 10 Minuten Ansätze gezeigt. Mehr sein. Die hat Basti auch gesehen, die Ansätze. Die Ansätze hat er gesehen. Genau, die hat er sich auch gesehen. 10 Minuten bei Köln gegen Heiden, weißt du? Ja, da gab's Ansätze für das. Flo, wir haben ja schon gesagt, letzte Saison bei Elversberg war auf jeden Fall stark. War stark, ja. Und jetzt Heidenheim, da wird er auf jeden Fall ballen. Ja. Aber wird nicht reichen, die in der Liga zu halten, leider. Ja, der macht auf jeden Fall über 13 Scorer. Boah. Soll ich meinen zeigen, ohne zu sagen? Was? Nein, lass ihn doch, die Kommentare müssen es erraten. Alter! Ich sag dir jetzt. Der Breakout-Star. Die Hoffenheim-Fans, die machen ja gerade ein bisschen Stress. Ja. Und ich glaube, da wird erneut mehrfach Dietmar Hopp ins Fadenkreuz gelangt. Gut passiert. Nein, ja. Nicht in echt natürlich. Und da wird auf jeden Fall ein heftiger Skandal von den Medien draus gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, mein Skandal. Also eigentlich etwas ziemlich Freshes. Ja, ja, okay. Nee, hätte ich auch nichts gegen. Aber ja. Also ich habe wieder mal mit Dortmund. Ja, als ob. Justin Deal wird in Dortmund ermordet. Symbolisch und metaphorisch. Also ich hab ja schon mal angekündigt, dass Nuri Sahin nicht so lange Trainer sein wird, aufgrund einer Niederlagenserie, die er jetzt hinlegen wird. Und der Skandal ist, dass er dann Morddrohungen bekommt bei... So ein schlechter Trainer. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist voll recht. Ja, glaube ich dir, Digga. Also, ich hab einfach, also mein Skandal ist einfach, dass der FC Hollywood komplett wieder da ist. Die ganze Saison, ne?
Nach ein paar Spieltagen geht's komplett wieder los. Nice. Jeden Tag wieder geil, Schlagzeug feiern lesen. Das wäre so unfassbar geil. Okay. Ja, ich knüpfe bei Nori Schein an, weil ich brauche uns gar in die Richtung. Und zwar wird es auf dem Campus bei Dortmund eine Orgie geben, in der auch viele Spieler und auch das Trainerteam involviert sein wird. Ey, der Mann, der ist mit seiner Cousine und, dann eben genau auch bei der Ausweiskontrolle festgestellt wird, dass eben auch viele Cousinen von Shahin, aber auch von den Spielern eben anwesend sind. Und, shit. Und eben die Trainingsmethoden von Shahin auf und neben dem Platz halt auch gegriffen haben. Alles klar, Digga. Ich hätte auch kurz überlegt, ob ich was mit seiner Cousine einbaue, aber dann hab ich gedacht, was. Das wird auf jeden Fall ein nicht skandalöses Jahr für Dortmund. Welcher haben die auch Typ drauf, ne? Wirklich jetzt? Zakari war die. Zakari. Oh Gott. Das kommt jetzt. Ist ja bekannterweise mit Loredana zusammen. Der Rapper der Loredana. Der Rentnerabzieher, ne? Viele mögen sie nicht kennen. Ja, genau, darauf will ich nämlich hinaus. Das war ein großer Skandal. Karim Adeyemi kriegt Enkeltrinkbetrug von Mosik. Loredana haut ab. 700.000 fehlen auf einmal. Niemand weiß, wo die hin sind. Ja. Das wird wahrscheinlich seine sportliche Leistung auch ein bisschen beeinflussen, denke ich mal. Denke ich mal, ja. Also neuer FC auch, Hollywood. Auch einer, der hast du vielleicht noch nicht bedacht, als du überhaupt als Meister getippt hast, dass das vielleicht ein Aspekt ist. Ja, der will ja nicht spielen. Ja, aber der bringt viel Unruhe in die Mannschaft, glaube ich. Okay. Ich glaube, das ist schon eine Beziehung, an der sich die anderen auch götzen. Götze? Götzen, Digga. Götze. Götze. Naja. Ja, geil, das war nice. Ja, gut. Klingt wahr, realistisch. Ich würde sagen, wir machen eine Überraschung der Saison. Ja. Oh ja. Hä? So, hab ich nicht gemacht. Was haben wir noch? Überraschung und Hot Take. Was? Ja, zwei Sachen noch, beides nicht gemacht. Also Überraschung der Saison ist für mich Frankfurt. Ich habe die auch eingetippt. Also muss man dann ja, wäre ja schon eine Überraschung, würde ich mal behaupten. Ja. Und ja, das war's ja schon. Ich habe Sportclub aus Freiburg, Breisgau. Weil ich glaube, dass die Jungs, wo kannst du sagen, ich glaube tatsächlich, dass die Jungs, also ich finde den Kader stark. Ich glaube so dieses Loch nach Streich, dass es gar nicht so existieren wird, sondern es ist vielleicht auch ganz gut, dass im Endeffekt für Freiburg ist, was Neues anzufangen. Und ich glaube, Freiburg kann obere Tabellenhälfte vielleicht so als 7, 8 Europa. Kannst du nicht Julian als Trainer ernst? Wahrscheinlich irgendwie so, dass er trotzdem zu bei Freiburg. Also ja, ich finde den Kader auch. Gönne ich dem, ja, aber glaube ich nicht. Ist der obere Tabellenhälfte. Also ich habe eigentlich genau das Gegenteil, habe ich mir jetzt mal überlegt. Christian Streich ist jetzt weg. Ich glaube, die Lücke wird nicht so gut geschlossen und deshalb sage ich, die spielen im Abstiegskampf mit. Okay. Ja, also hast du jetzt eine negative Überraschung? Ja, genau. Ah, okay. Genau. Werder Bremen ist meine Überraschung der Saison. Klar. Klar. Ja, was auch sonst. Was auch Bremer sonst. Verstehen uns. Ja, und zwar hätte ich eine 7 gehabt, wäre es vielleicht sogar Werder Bremen geworden. Ja, also wenn ich da drauf gucke, das gefällt mir einfach. Das gefällt mir. Ja, zu Recht. Was gefällt dir da genau? Also ich finde eigentlich, in der Startelf ist eigentlich jede Position mindestens solide besetzt. Schon mal nicht schlecht. Ich glaube, Dux tut das gut, wieder einen vernünftigen Stürmer an seiner Seite zu haben. Der Ninja ist nicht vernünftig. Ja, der hat ja, also wenn der Startelf gespielt hat, war der nicht so geil auf jeden Fall. Hat er mir nicht so gut gefallen. Ja. Meine Überraschung der Saison ist auf jeden Fall ein bisschen eine längere Geschichte. Es fängt an mit einer relativ frühen Trainerentlassung bei unserem Herzensclub Borussia Dortmund. Also Schein muss früh gehen, nicht als erstes, aber früh. Hat ja auch viele Skandale dahinter sich. Dann stellt man sich natürlich die Frage, wer könnte kommen und den BVB retten? Thomas Tuchel. Ja, zurück. Stanley, die alte Wolfenstätte. Das ist meine Überraschung. Und führt die Dortmunder auf Platz 2. Das wäre echt eine extreme Überraschung. Jetzt die Kategorie, ne? Ja. Stimmt, die soll ja auch überraschen, ja, hast recht. Ja. Ich bin überrascht. Mich hast du überrascht. Ja. Jetzt noch Hot Take. Hot Take, klar, Heidenheim einstelliger Tabellenplatz. Das ist überhaupt, Digga. Very hot. Mein Hot Take ist, dass der Meister und die drei Absteiger, also Relegationslos, die beiden Absteiger, beim 32. Spiel schon feststellen werden. Ich sehe nämlich meiner Meinung nach Leverkusen schon klar als Meister. Und ich glaube, die unteren drei werden schon alle drei sehr absaften. Deswegen würde relativ früh feststehen. Ich glaube, Adam Loschek macht mindestens 15 Scorer auf jeden Fall. Ich glaube, gar keinen Fall. Boah, der macht halt nicht mal drei. Ist ja 18 Minuten für Mitchell, ne? Das ist crazy. Der wird den Bayer-Ersatz spielen. Ja, aber auch nur auf dem Papier. Ja, genau. Wollen die, dass er das macht? Sehr nett. Adam Loschek, guck. Ja, mein Hot Take ist, Floko findet wieder einen Job in der Bundesliga.
Kloko endlich wieder zurück. Man weiß noch nicht wo. Vielleicht Wolfsburg. Bei Bremen. Vielleicht bei Bremen. Wolfsburg. Vielleicht auf. Augsburg. Augsburg. Oh Gott. Augsburg. Oh, Bayern. Ja, Dortmund. Bayern. 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 Ja, FC Hollywood. Viel zu nice. Nein, nein. Der wird absagen. Oder vielleicht doch als Thomas Tuchel Ersatz. Als Übergangslösung. Zwischen Nuri Sahin und Thomas Tuchel übergeben. Ich glaube, weiß nie, nichts so möglich. Ich glaube, Augsburg macht diese Saison weniger Tore als Punkte. Das ist ja absolut. Und wären Elfter oder sowas. Das war's. Ja, also 4-0-0 oder was? Ja, Augsburg. Ja, das ja, würde ja dann Sinn ergeben, ne? Ja. Wäre total geil, wenn ihr das. Dein Hot-Take, Basti? Mein Hot-Take ist, dass Jürgen Klopp wieder zurück in die Bundesliga kommt, trotz seiner Aussage, dass er jetzt eigentlich erstmal eine Pause machen möchte. Ja, bei Dortmund? Ja, das ist noch offen. Bayern, Dortmund, was am ja, Bayern war crazy. Fall. Ja, Bayern. Bayern war crazy. Schalke. Vielleicht. Schalke. Leipzig vielleicht. Ja, mach doch mal Köln einfach. Geh noch mal in die zweite. Ja. Holt die noch mal hoch, die Jungs. Okay. Ja, haben noch, noch was. Haben wir noch was? Sind wir durch? Ja, also ich hatte ja noch meinen. Ja, du hast noch einen Flop, genau. Ich habe auch einen Flop, ja. Ich habe ja gesagt, Frankfurt noch, kommt noch vor. Ich glaube, Frankfurt. Vor Bayern. Genau, das ist mein so. Flop der Saison. Frankfurt kommt vor Bayern. Auf jeden Fall. Nee, Frankfurt spielt, glaube ich, eine richtig beschissene Hinrunde unter Topmöller. Und dann kommt ein neuer Trainer und es läuft auf einmal richtig gut. Weil ich glaube auch, in dem der Kader ist ein bisschen wirr, aber da ist über viel Potenzial im Club. Sehr magisch. Ich habe schon das Gefühl, dass ein bisschen. Es ist nicht so offensichtlich für mich, wie ich damit spielen würde, wenn ich die ganzen nee. Spieler da sehe. Ja. Ach so. Was halt so viele Leute, die, wo ich nicht genau weiß, passt das so richtig zu denen, wenn die hier spielen oder hier spielen? Wie? Bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich die, ob er offensichtlich im Team einbaue. Ja. Mittelfeld. Im Team? Oder wo? Im Team? Bro. Für mich steht halt eigentlich. Bro, das ist nur bei Nuri Sahin mit seinen Cousinen. Ich weiß nicht, ob das so passt, wenn die hier spielen. Also, für mich geht eigentlich alles. Wenn ich noch einen Hot-Take raushauen kann, jetzt einfach mal das Heimspiel von Frankfurt gegen Bayern dieses Jahr geht 5-1 aus. Das ist kein Hot-Take mehr. Nein, eigentlich nochmal, Digga. Wollte ich nochmal dazu gesagt. Okay. Ja, ich hab einen Flop, ich hab einen kleinen Flop. Mainz 05. Ich glaube, wird mir viel zu heiß gekocht. Ja, total geil, die werden viel zu heiß gekocht. Wird mir viel zu heiß gekocht. Ich finde die. Steigen ab. Nee, das nicht, aber. Unter unteres Mittelfeld. Hab ich komplett vergessen, dass die absteigen. 12 bis 14 irgendwo. Werden mir zu heiß kochen. Ich finde, die Abwehr ist, also die Offensive ist stark, aber Johnny, ich glaube nicht, dass sie die Abwehr kompensiert, weil ich finde, die Abwehr von Mainz ist halt echt nicht gut. Und ich glaube, die werden nicht so stark, wie man denkt. Drin in der Mitte. Ja, das heißt Kriminal. Geht überhaupt nicht. Die Leitsch, Fernandes. Kaki und Leitsch geht gar nicht. Naja, okay. Sind wir durch, ne? Ja, das ist unsere Prognose. Haut ruhig eure Prognosen auch in die Kommentare. Natürlich. Tops. Aktiv kommentieren, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Ja, klar. Schreibt rein, Frankfurt ist schlecht, wenn ihr bis jetzt geguckt habt. Was? Wieso? Wollte ich jetzt einfach mal. Wollte ich jetzt einfach rein, du hast ja keine Ahnung vom Fußball, wenn ihr bis jetzt geguckt habt. Schreibt einfach rein, eure Meinung zu Nils Danke Speyer, an Nils ob man jetzt mal einfach die Fresse halten soll oder ja, gar nicht das gleiche mit Basti, bitte. Crazy Ende, Junge. Crazy Ende. Oh, jetzt ist es auch richtig ruhig. Gut kick. Gut kick, ne? Gut kick, fick. Ey, wisst ihr, was mir im Podcast aufgefallen ist? Benny sieht genau aus wie Benedikt Kinder von Heidenheim. Was? Ich schwöre auf alles. Was? Ja, Schwein!